Erstens, überprüfen Sie, ob das Programm DHK Server-Exe eventuell durch die Windows Firewall oder einen Virenscanner geblockt wird. Rufen Sie dazu unter Start die Systemsteuerung auf und klicken Sie unter System und Sicherheit die Windows Firewall an. Hier wird angezeigt, ob die Einstellung durch eine Herstelleranwendung Virenscanner verwaltet wird oder nicht. Wenn diese nicht durch einen Virenscanner verwaltet wird, klicken Sie im linken Bereich auf Ein Programm oder Feature durch die Windows Firewall zulassen. Wählen Sie dann aus der Liste das Programm DHK Server-Exe aus, kreuzen es unter Privat an und gehen danach auf OK, damit die Datei nicht mehr geblockt wird.